und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Papa Alpha 5 Hotel Romeo und dieses Video soll heute mal gehen über ein QSO, über die Überreichweiten, die wir in den letzten Tagen gehabt haben auf UKW wegen der Hochdruckwetterlage, Inversionswetterlage. Und da war doch einiges möglich. Von England, Frankreich, Oskar Kilo, Oskar Echo und Dänemark, da ging es ringsrum. Und ich hatte ein relativ Nahbereich QSO, was aber im Normalbetrieb auch nicht unbedingt jeden Tag gehen würde. Und ich hatte also mit den Delta Lima 9, Delta Bravo Charlie, den Heinz in Dortmund, ein sehr schönes QSO. Das waren mit sehr lauten und starken Signalen hier. Der Heinz war bei mir mit 5, 9 plus 10 bis 15 teilweise, aber immer um die S9. Und ich hatte auch eine Werte von 5, 9 bis 5, 9 plus. Und das ging also eine ganze lange Zeit. Ich habe hier nur ein kleines Fragment aufgenommen von dem QSO. Das war eigentlich das letzte Fragment, wo wir uns dann verabschiedet haben. Aber es geht dann trotzdem noch 5 bis 6 Minuten lang. Und wen es interessiert, der schaut sich es gerne an. Also hier jetzt im Anschluss das Video. Gemacht hat. Naja, ich weiß noch, du, das ist auch schon, also war schon, weiß ich, 10 Jahre oder noch länger her. Da fing das an, wo ich denke, Mensch, 160, da hörst du auch immer viel im Winter. So. Und hier ist ja immer der Friedrich hier von Gescher hier, wo aus dem Münsterland, und der, dein Kollege oben, wo, PR0DDB, wo, Chris, und dann habe ich mich da mal reingemacht, da habe ich abends hier aus dem Scheck, aus dem Fenster, so einen dünnen Klingeldraht runter hier über die Tannen rund ums Haus, so ein bisschen über die Bäume geschmissen und hat angematcht, wo. Ging auch, wo. Haben die mich auch gehört, wo. Kam natürlich nicht allzu weit, aber egal, aber es ging nach Holland rüber, wo. Und zum Chris und hier zum Friedrich hier nach Münsterland, wo. Das war auch so eine Sache, da habe ich dann aber anderen Tag wieder abgemacht. Will ja auch keine Leute verärgern. Ja, ja, man kommt schon auf komische Ideen, dass das fährt. Wo. Aber ist aber auch nicht schlimm. Wo. Man muss ja mal alles probieren. Wo. Papa Alpha 5 Hotel Romeo. So langsam werde ich mal Schluss machen, weil dann wollen wir gleich ein Häppchen essen, wo, was ich schon sagte. DO9DWC hier. Bernd, bitte. Ja, alles klar. Ja, Nido, das geht ausgezeichnet im Moment von deiner Seite. Da kann man nicht anders meckern. Da sind jetzt wirklich 15 dB. Kannst du da, ja, ich könnte dir mal ein kleines Video zukommen lassen. Ich nehme das hier gerade mal auf, weil das ja nun mal nicht so alltäglich ist, dass das so gut funktioniert zwischen uns. Und vielleicht kann ich das ja auch mal auf meinen YouTube-Kanal veröffentlichen. Da kannst du dir das mal anschauen. Das kleine bisschen, was ich jetzt aufgenommen habe, den letzten Rest von deinem Durchgang. Ne? Also das ist wirklich phänomenal. Das ist also 10, 15 dB über 9. Und das macht richtig Spaß. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir hier weiter diskutieren über schöne alte Zeiten oder über Experimente, wo ich darüber nachdenke, was du da gerade gesagt hast. Ja gut, Amateurfunk lebt natürlich von Experimenten und ausprobieren, testen und so weiter. Nicht? Da muss man schon mal irgendwas machen. Das mache ich ja auch. Ne? Ich bin ja immer wieder unterwegs mit probieren und ausprobieren. Man muss aus seiner Lage, sage ich mal so, so wie bei mir zum Beispiel, muss man immer das Beste daraus versuchen zu machen. Ne? Und das habe ich mit 40 Meter ja auch geschafft, ne? Obwohl die Antenne ziemlich ja, so aussieht, als würde sie gar nicht funktionieren, aber man hört mich ja immer ganz laut, ne? Also da habe ich keine Probleme mit, also europaweit bin ich laut, DX geht damit auch teilweise ganz gut und ja, ich bin zufrieden, ne? Einzige Sorgenkind ist 80 Meter, weil da reicht mir der Platz nicht aus, ne? Da muss ich dann eben irgendwie improvisieren, aber es geht, ich höre da meistens sowieso nur zu. Und aber ich würde auch QRV sein können, da ich kann da auch wohl sprechen. Bin ja vielleicht nicht der Lauteste, aber man hört mich auf jeden Fall. Ne? Da liegt ja auch immer viel an den Ausbreitungsbedingungen, wie das gerade geht. Wenn die Bedingungen eh schlecht sind, dann sind auch die Leute mit guten Antennen und viel Power auch nicht allzu laut. Ne? Dann sind die auch leise und da gehe ich auch immer mal von aus. Aber 80 Meter ist auch nicht so unbedingt mein Feld, weil ich abends um diese Zeiten dann doch meist nur Zuhörer im Hintergrund und mache dann andere Dinge, nicht? Ich habe ja noch ein anderes Hobby und da bin ich dann auch immer ab der zweiten Tageshälfte sehr stark mit involviert, ne? Heinz. Nee, aber unser Funk hier, der, ja, der lebt ja von diesen Experimenten und den ganzen Spirenzchen, die man so macht, ne? Und deswegen, also ich finde das immer klasse. Und gerade jetzt, wo es hier auf 2 Meter so gut geht, bestätigt sich dann auch wieder bei mir die Regel,
die Antenne da oben, die tut wirklich einen guten Job. Und dass du bei mir etwas lauter ankommst, wie ich bei dir, das liegt einfach daran, du hast ein Element mehr wie ich, ne? Delta Lima 9, ja, doch, DL9 DWC, PA5 war ja. Ja, du, Bert, ich glaube, ich mache ein Element ab, du. Dann habe ich den gleichen Wert. Ja, Spaß muss sein, weißt du doch. Ja, das sind so Sachen, wo ich meine, aber noch längere wollte ich auch nicht machen, weil ich denke, da reicht diese 6 Elemente und das ist ja okay. Wa? Naja, die 9 Elemente war auch so ein billig Ding, meine ich, das kannst du vielleicht für 4T nehmen, was ich vom OVV mal hatte hier für ein paar Wochen. Da von Tonner hier so ein Ding, das ist auch so alles so billigen Shit da, wo so dünne Pinnekiste. Ich meine, die haben keine Windlast, wa? Kein Problem. Naja, aber so noch längere Sachen wollte ich auch nicht machen. Wa? Also wie du schon, vielleicht nächstes Jahr. Frühling ist ja Antennenzeit, weißt du ja. Brauche ich dir nicht erzählen. Und bis dahin hast du ja noch Zeit. Alles klar, Bert, habe mich jedenfalls sehr gefreut. Wa? Wenn nicht, vielleicht hören wir uns heute Abend noch auf 40. Dann grüße ich XVL schön hier aus Dortmund, wa? Und Bol und Papa 5 Hotel Romeo. Hier bedankt und verabschiedet sich dann auch Delta Lima 9, Delta Bravo Charlie. Alles klar, nee, geht gut, nicht? Also auf jeden Fall, ich habe mich riesig gefreut und bin froh, dass ich den Transceiver hier eingeschalten habe, um dich hier zu hören, nicht? Mit dir nochmal Kontakt zu machen. Ja, wer weiß, nicht? Vielleicht hören wir uns dann heute Abend nochmal auf 40 Meter. Da gucke ich jetzt gleich auch nochmal drauf, ob da noch ein bisschen was zu tun ist. Nicht? Manchmal ist es ja so, dass da noch ein paar bekannte Stationen sind, die man da hört. Ansonsten bin ich auch erst wieder spät am Nachmittag zur Tagesdämmerung da QRV. Ne? Also Heinz, alles Gute Richtung Dortmund. Die Grüße kommen natürlich hier von der Israel auch zurück. Ne? Und wir bleiben in Kontakt und wenn es auch 40 Meter ist. Ne? 73, wünsche dir nochmal einen schönen Start in die Woche und bleib gesund von Papa Alpha 5 Hotel Romeo. Ah, ganz genau, das kann ich nur erwidern und zurücksenden. Dir und der Israel natürlich schönen Tag noch. Bleib bis heute Abend und mal gucken, wo nichts anderes ist. Morgen geht's leider nicht. Morgen bin ich wieder beim Club, wo wir haben immer Dienstags Clubabend im Bert. Und da können wir auch wieder viel bequasseln da. Wo. Aber wir haben beim Club auch zwar eine Vertikale über einen Smart-Tuner, weiß aber so. Und dann für Q100 haben wir eine Station da, wo, aber da will auch keiner richtig dran. Und 2,70 Meter und so ist klar. Aber hier vertikal ist dann auch nicht so das Wahre da. Wo. Naja, was will man machen? Da geht zu Hause besser. Alles Gleiche. Mach's gut, bleib gesund und munter und wir hören uns. Also wir sind ja fast überall QRV, wenn ich dazu höre. Okay, Bert, 73 zu euch beiden. Schönen Tag noch, DL9, DWC, dann QRT. Alles klar, Heinz. Ja, genau so muss das sein. Nicht? Wir müssen unser Frequenzspektrum doch ausnutzen. Das geht ja nicht anders. Ne? Unsere Spielwiese ist halt ein bisschen größer als nur eine Frequenz. Alles klar, Heinz. Mach's gut. Wir hören uns. Jo, alles klar, Bert. Tschüss. Ja, 73. Ciao, ciao.